Vor 70 Jahren begannen die Deportationen Berliner Jüdinnen und Juden in die Ghettos und Vernichtungslager im Osten. Eine von ihnen war die Buchhalterin Martha Thiel. Zuletzt musste sie in der Batteriefabrik der zu dem Quandt-Konzern gehörende Petrix Werke in Schöneweide für einen Hungerlohn Zwangsarbeit leisten. Ende Oktober 1941 kam Martha Thiel in das kurz zuvor eingerichtete Sammellager hier in der früheren Synagoge in die Lewitzer Straße. Mit 1000 Menschen musste sie am 1. November 1941 zum Güterbahnhof Putlitzstraße laufen, wurde in einen Viehwaggon verladen und in das Ghetto Litzmannstadt im besetzten Polen verschleppt, wo sie 8 Wochen später verstarb. Ihr Name steht auf der Gedenktafel für 100 Kreuzberger Opfer des Faschismus aus dem Jahr 1947 im früheren Rathaus Kreuzberg zu sehen. Ihre von einer Projektgruppe der Berliner VVN BDA recherchierten Biografie ist seit Januar 2011 auf einem Touchscreen-Monitor neben der Gedenktafel einsehbar und abrufbar. 2006 ist ein Stolperstein für Martha Thiel in der Schöneberger Vorbergstraße enthüllt worden. Dort hat sie vor 70 Jahren die Gestapo abgeholt. Ihr früherer Arbeitgeber, der Quandt-Konzern, hatte immer direkte Einzahlungen in den Zwangsarbeiterfonds und zuvor bereits die Bitten überlebender Betroffener um Anerkennung und Hilfe abgelehnt. Jetzt will die Familie Quandt als Reaktion auf ihre nun offengelegte Familiengeschichte die Gedenkstätte für Zwangsarbeit in Oberschönweide fördern. Die Quandts verdanken ihr Vermögen auch der Ausbeutung von tausenden Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen. Nach jahrzehntelangem Schweigen treten sie jetzt die Flucht nach vorn an. Wahrscheinlich gehört dieses Engagement zu ihrer Marketingstrategie im 21. Jahrhundert. Die Quandts, eine der reichsten Familien, milliardenschwer, schmücken sich mit fremden Federn und hinterlassen einen penetranten Geruch, sich mit ihrem erinnerungspolitischen Engagement von ihrer Verantwortung für die Verbrechen des Konzerns in der NS-Zeit freigekauft zu haben. Diese nicht vergehende Vergangenheit gehört zu unserer Gegenwart. So, als es 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock zu pogromartigen Ausschreitungen gegen Ausländer kamen. Rassistische und antisemitische Übergriffe gehören auch in Berlin zum Alltag. Wir wissen, dass quer durch alle Gesellschaftsschichten, quer durch die Anhängerschaft aller Parteien, quer durch die Mitgliedschaft der großen Kirchen, Gewerkschaften bis hinein in die akademisch Gebildeten auch heute starke, fremdenfeindliche, rassistische, antisemitische, rechtspopulistische und autoritäre Orientierungen und Haltungen vorzufinden sind. Nach Analysen stimmen stabil über 40% der Befragten einzelnen solcher Aussagen und sogar geschlossenen rechtsextremen Weltbildern zu. Nationale Abschottung und praktisch chauvinistische Selbst- und Weltsicht haben sogar weiter zugenommen. Selbst antisemitische Orientierungen werden von fast 30% der Deutschen geteilt. Wie sehr sie daher nicht nur eine Gefahr sind, die vom rechtsextremen Rand der Gesellschaft, sondern von ihrer Mitte ausgehen, zeigen nicht nur die Position, die Thilo Sarrazin vertritt, sondern auch seine vielen Befürworter. Der Vorsitzende der NPD Vogt, der sich zum 65. Tag
Jahrestag der Befreiung vom Faschismus vor den tapferen Angehörigen der Wehrmacht und der Waffen-SS verneigte, hat mit dem Plakat Gas geben im Berliner Wahlkampf erneut gezündelt. Die Berliner VVN hat wegen der sich darin manifestierenden Verhöhnung der Toten der Gaskammer von Auschwitz und Treblinka eine Strafanzeige gegen ihn gestellt. Wegen Volksverhetzung bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Dieser Kontext offenbart sich auch, dass eine illegale Musik-CD einer Nazi-Band namens Endlöser mit dem Titel Wir geben Gas existiert. Die Staatsanwaltschaft hat den Eingang unseres Schreibens Mitte August bestätigt, aber passiert ist nichts. Diesen laxen Umgang mit unterschwelligen und von Volksanhängern, besonders bei den freien Kräften bejubelten antisemitischen Codes, werden wir nicht hinnehmen und erwarten von Justiz und Polizei, dass sie dies als Straftat verfolgen und nicht als sogenannte Meinungsvielfalt ins Leere laufen lassen. Wir erleben hier eine verkehrte Welt, denn gleichzeitig werden antifaschistisches Engagement kriminalisiert, Antifaschisten vor Gericht gestellt, weil sie Nazi-Aufmärsche verhindern und blockieren wollten. Wir sind empört. Hier läuft etwas falsch in diesem Land, dessen Politiker immer wieder betonen, dass sie sich der Verantwortung vor der Geschichte und den NS-Verbrechen verpflichtet fühlen. Dann sollen sie diese Verantwortung aber auch wahrnehmen und einen politischen Rahmen schaffen, der diese Entwicklung ächtet und verhindert. Dazu gehört auch das Verbot der NPD, der Freien Kräfte und vieler andere und das Gebot, alle V-Leute des Verfassungsschutzes endlich zurückzuziehen und damit auch die staatliche Alimentierung im Parlament und vom Verfassungsschutz zu beenden. Verstärkt haben sich die Angriffe auf Gedenkzeichen und Stolpersteine, die beschmiert und zerstört werden. Unbekannte haben vor einer Woche ein Mahnmal am Askanischen Platz in Kreuzberg beschädigt. Dort steht eine Gedenktafel, die an die mehr als 8000 Jüdinnen und Juden erinnert, die vom Altersheim in der großen Hamburger Straße, der Sammelstelle, zum Montbijou-Platz liefen und dort in Sonderstraßenbahnen von SS-Leuten bewacht zum Anhalter Bahnhof gelangten. Zwei Waggons des täglichen Zuges nach Dresden brachten sie in das Konzentrationslager Theresienstadt und oftmals ging die Reise weiter in das Vernichtungslager nach Auschwitz. Vor einer Woche ist die Beschichtung der Tafel angezündet worden und die Beschriftung ist nicht mehr zu lesen.